Es gibt keinen Zweifel, das sind die Orte, wo sie das Dynamit deponiert haben. Aber es sind nicht alle. Der Bahnhof zum Beispiel ist nicht eingezeichnet. Wir müssen also dem Zufall vertrauen. Ich würde hier anfangen. An der Piazza Repubblica ist ziemlich viel los. Da ist um diese Zeit Markt. Verdammte Schweinerei, die bringen es fertig und jagen da eine Bombe hoch. Worauf warten wir noch? Los, fangen wir an! Ich möchte nur wissen, was in den Köpfen dieser Kerle vorgeht, aber Gnade ihnen Gott, wenn ich sie erwische. Also los, verlieren wir keine Zeit, gehen wir. Okay. Ja, ja, das ist er. Er ist auf der Stelle tot. Ich will die ganze Stadt hochjagen, aber der wird sich wundern. Er hat auch seinen Pass gefunden. Er ist Franzose. Roland Petro. Hören Sie, lassen Sie alles so liegen, ja? Fanny, ich habe dich schon die ganze Zeit gesucht. Nico hat eben angerufen. Er sagt, sie hätten das Mädchen erschossen. In ihrer Tasche hat er einen Schlüssel gefunden. Es muss der zu dem Schließfach sein, in dem die Bombe explodiert ist. Und wo ist Nico jetzt? Er wartet in der Zentrale, will wissen, wie es weitergeht. Wir nehmen an, dass eine Bombe an der Piazza Repubblica ist. Sie muss da irgendwo versteckt sein. Hier, sieh mal. Die Kreise markieren die Punkte, an denen sie die Bomben versteckt haben. Wir fahren jetzt los. Achtung, Wagen 7, 15, 23, 29, sofort zur Piazza Repubblica. Hier spricht der Polizeipräsident. Alarmstufe 1. Alarmstufe 1 für alle. Sämtliche Einheiten sind in Alarmbereitschaft zu halten. Sie bekommen von uns Anweisungen, welche Gebiete zu evakuieren sind. Ich wiederhole, Alarmstufe 1 für alle. Ein Gespräch für Sie, das Kommando der Karabinier. Zentrale an alle Streifen. Natürlich habe ich das angeordnet. An alle Einheiten nähe Porta Nuova. Die Volksschule an der Porta Nuova und sämtliche Gebäude in der Umgebung sind sofort zu sperren. Hier Zentrale, an alle Einheiten im Abschnitt 7. Ponte Bianco. Eine weitere Bombe befindet sich vermutlich im Supermarkt in der Via Sempione. Wagen 9, bitte kommen. Fahren Sie sofort zur Schule Vittorio Alfieri. Es darf keine Panik ausbrechen. Es müssen so schnell wie möglich die angegebenen Gebiete evakuiert werden. Es besteht keine Gefahr, wenn alles reibungslos verläuft. Halten Sie uns ständig auf dem Laufenden. Wenn Sie einen Sprengsatz gefunden haben, alarmieren Sie sofort das Bombenräumkommando.